Einen wunderschönen guten Abend. Hi zusammen, liebe Schnurris, und willkommen zu einer neuen Runde in Stray. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und heute probieren wir mal was aus. Ich habe einen Controller und ich hoffe, dass ich den Zugs damit ein bisschen besser entkommen kann. Mal gucken, wie ich mich jetzt damit schlage. Ich habe den schon ewig nicht mehr benutzt. Ach so, das hatten wir ja schon. Okay. Ja, das hatten wir schon. Mal schauen. Voilà. Fängt ja schon gut an. So, ich muss zu Elliot. Wir wollen dieses Ding reparieren. Oh ja, komm, den ärgern wir nochmal. Ja, ich bin ein Arsch, ich weiß. So, wo war Elliot? Da oben nicht, weiß ich, aber wer ist das? Habe ich mit dir schon die Ehre gehabt? Sieht nicht so aus. Schau dir all die tollen Sachen an, die in unserem Müll landen. So viele Schätze. Ja, okay. Jede Stadt hat seinen Messi, ne? Du solltest mal den Tauschhändler besuchen. Dort gibt es etwas für jeden. Aha, für jeden etwas. Okay. Ich kann ja mal meine Gegenstände anzeigen. Moment, wie war das? Achso, auf L. Ja. Ist jetzt nicht mehr wie vorher. Hallo? Will er nicht? So kann ich meine Gegenstände nicht anzeigen? Ich mach doch was, Asyl. L. Achso, das andere links. Nee, auch nicht. Ah, keine Ahnung. Will er irgendwie gerade. Achso, ich muss das nach oben schieben. Okay. Ich sag ja, ich bin da nicht so. Super. Okay, immer noch nicht weiter. Wo war der Tauschhändler? Was sagt der? Achso, der hat mir gar nicht gesagt, wo. Na gut. Bist du ein Tauschhändler? Nee, sieht aus wie ein Gärtner. Aber die Leute waren doch vorher noch nicht da, oder? Ich kümmere mich um die Pflanzen. Die Menschen haben sie enorm verbessert. Jetzt brauchen sie nur noch ein wenig Licht. Ich gebe nur ein wenig Wasser dazu und schaue, wie groß sie werden. Es ist wirklich eine erstaunliche Technologie. Okay. Wo ist denn dieser Tauschhändler? Ist der hier? Bist du ein Tauschhändler? Nee, du bist Jordis. Okay, mit denen habe ich auch schon gesprochen. Ah, mit denen noch nicht. Oh. Okay. Da spricht niemand. Was machst du für komische Karate-Kicks? Oh, Leute. Also gut. Ich sag ja, ich bin eher so die Mausspielerin, aber es wird schon. So, was ist denn hier unten? Ist hier der Tauschhändler in dieser Grotte? Oh, der will auch, dass ich komme. Guck mal, der hat Stromkabel für Omi. Hallo, ich bin der Kaufmann vom Markt. Ja. Gut, dann haben wir den. Wie heißt der? Asus. Okay. Du gibst mir etwas, ich gebe dir am Austausch auch etwas. So einfach ist das. Das ist ein Satz Stromkabel. Der beste auf dem Markt. Ey, das habe ich sogar. Guck mal, das kann ich ihm geben. Geil, ich habe Stromkabel für Omi. Was haben wir hier? Das ist ein Musiknotenblatt. Ja, davon haben wir ja auch schon welche. Eine Dose Energy Drink. Habe ich doch auch. Cool, ich kann ja hier handeln. Cool. Was haben wir denn hier noch für Kram? Ja, ich habe jetzt auch nichts mehr zum Eintauschen, glaube ich, ne? Moment nochmal. Wie mache ich denn jetzt mein Inventar auf? Ich glaube, das mache ich mal eben. Mit der Maus. Da weiß ich wenigstens, wo es ist. Was habe ich denn hier noch? Ja, nur noch den Peilsender. Nee. Oh. Okay. Der Marktplatz. Ja, ein
einladend, der Marktplatz. Was haben wir da für einen? Mach mal halblang hier. Ey, nein, nicht meine Sachen anzeigen. Wir haben Glück, dass wir diese Gegenstände haben, um uns in die Zugs, um uns gegen die Zugs zu verteidigen. In den Slums gibt es viele Bedrohungen und Vorsorge ist das A und O. So ist es wohl. Aber das wird interessant jetzt mit dem Mauspad hier. Wie kann ich mich eigentlich schnell bewegen mit dem Mauspad? Ah, so. Alles klar. Gut. Ja, müssen wir ja alles wissen, ne? Wenn wir vor den Zugs flüchten. Oh, das wird super interessant, Leute. Den hatten wir auch noch nicht. Haben wir hier eine neue Gegend freigeschaltet? Hallo, ich bin Musiker. Ich habe aber keine Songs. Ich habe deine Notenblätter, glaube ich, ne? Aber nicht alle. Nur so ein paar. Wie viele habe ich denn? Eins. Ja, das zweite fehlt schon mal. Und noch so ein paar. Aber mal gucken, was er dazu sagt. Petit Valse. Ich weiß nicht, ich kann. Ich denke mal, das wird Französisch sein, aber ich kann kein Französisch. Zumindest hapert es bei mir an der Sprache. Klingt cool. Hier, schau dir das an. Ah, jetzt spielt er mir was vor, ja? Komm, dann chill ich mich mal dazu. Sehr schön. Boah, so lässt es uns gut gehen, oder? Na, das ist doch mal ein Bild. Herrlich. Herrlich. Jetzt wirklich nicht für jedes Lied sein, oder? Ich meine, ich will dem die wirklich alle geben, aber ich will jetzt mir nicht jeden Song anhören müssen. Oh, danke für die Musik. Ich werde gleich üben. Ja, kann ich. Aber wie gesagt, an der Reihenfolge hapert's. Ungetitelt. 44 Noten enthält es, aha. Na gut, komm, dann ein bisschen Musik heute. Katzenmusik. Oh, kann ich nicht fauchen? Oh, also Leute, ich bin kein Musiker, ne? Aber ich komme aus einer Familie von wenigstens einem Musiker und ich kann nicht sagen, gerade war das nicht. Nicht cool. Aua. Ja, üb mal. Das solltest du auf jeden Fall nochmal üben, das Stück. Also ich weiß gar nicht, ob ich dir überhaupt noch Notenblätter geben will nach der Nummer. Wirst des Nachts du hold am Rechen bist. Ja klar. Einfach am Rechnen. Am Rechen. Aber warum? Hold am Rechnen ist aber auch nicht. Wie rechnet man hold? Ist ich glaube, manche Fragen will man nicht beantwortet wissen. Das klingt schon mal etwas besser. Kriegen wir hier noch mehr Energy Drinks? Ja, jetzt kommen wir mal fertig hier. Ich habe schon echt bereut, ihm das gegeben zu haben, weil es zu lange gedauert hat jetzt. Also, komm, das kriegst du ja auch noch. Ich will die auch loswerden. Ja, ja, ja. Fünfe. Thank you.
Ich glaube, das ist hier einfach der Sound, kann das sein? Also hier ist der Zugang zur Kanalisation und der ist wegen den Zugs also nicht betretbar, so so. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Geheimnisvolles Passwort des Safes nehmen. Ja, das nehmen wir mal. Für welchen Safe ist auch immer gut? Für den hier. Sicher, das kann ich jetzt auch super lesen. Dann kann mein Herbert mir doch bestimmt sagen, was da steht. Da steht, folgt den Zahlen geschrieben, aber es sieht aus wie eine binäre Sprache, die Abfolge von Nullen und Einsen. Wir müssen diesen Code auf irgendeine Weise entschlüsseln können. Wahrscheinlich hat er was mit diesem Safe zu tun. Ja, wäre ich ja nicht drauf gekommen. Okay, wenn wir das so nicht entschlüsseln können, wahrscheinlich müssen wir erst jemanden finden, der das kann. Aber egal, wir haben das Ding. So, komm, wir geben dir noch mehr Notenblätter. Ich glaube, zwei habe ich noch, oder? Eins oder zwei? Ja, die zwei haben wir noch. Geringfügig wichtige Informationen. Der hier wurde von einem ruminierten Algorithmus verfasst. Okay. Was haben wir denn hier? Gucken wir uns mal in der Zeit hier ein bisschen um. Nichts. Kann nur da hochspringen. Das machen wir natürlich auch noch. Aber ich will erst das letzte verdammte Notenblatt hier loswerden. Da sind Katzen drauf. Schau doch mal. Da sind Katzen abgebildet. Wahrscheinlich hier Katzenmusik, aber glaub mir, selbst unsere Katze findet das echt kacke hier. Also, nee. Immer locker, immer cool. Ich glaube, das kann ich spielen. Schau mal. Ich glaube, das ist einfach dieses Instrument. Das kann ich gerade. Kennen wir aber, ne? So, okay, hier ist eine Belohnung für den ganzen Spaß. Aber ich brauche noch ein Notenblatt wahrscheinlich, ne? Ich habe noch nicht alle. Also wenigstens eins brauche ich wahrscheinlich noch. Aber hier ist sonst wirklich nichts mehr. Hier ist auch wirklich nur dieser Safe. Ich kann hier jetzt auch nicht hochspringen oder sowas. Boah, bist du immer noch nicht fertig? Möge dir die Seite reißen, ohne Scheiß. Boah. Hast du fertig? Hast du fertig? Ja, es waren noch nicht alle, ich hab's befürchtet. Also, wenn wir da mal welche finden, sagen wir Bescheid. Wir gehen mal da hoch und gucken mal, was es hier gibt, wa? Bevor wir zu Elliot gehen. Um nach Haus zu telefonieren. Na, hier ist auch nichts. Hier sind ja nur diese Blumentöpfe. Oder kann ich da hoch? Mehr. Erstaunlich, die Gefährten haben sich enorm weiterentwickelt. In den Anfängen ahmte ihre einfache KI die menschliche Kunst lediglich nach.
Jetzt haben sie ihre ganz eigene. Ja, wie in der Musik gerade festgestellt wurde. Die Menschen haben oft gesagt, dass es in verzweifelten Situationen wichtig ist, künstlerisch tätig zu sein. Dies sind zweifellos verzweifelte Zeiten. Daraus könnte man einen super Zungenbrecher machen, so wie Fischers Fritz und so. Okay, mehr ist ja auch nicht, ne? Das war nur hier diese Info. Gut, dann wieder runter mit uns. Ah, es wird schon besser mit dem Controller. Es ist auf jeden Fall schon besser als wie mit der Maus, zumindest das durch die Gegend springen. Achso, das ist der Markt. Ja gut, da waren wir schon. Moment mal, was ist denn hier? Nix. Nur zum Draufspringen, aber nicht zum Nachbauen. Gut, dann gehen wir nochmal hier runter. Hoppala. So, erstmal will ich zu Omi. Wo ist Omi? Ich will der Kabel geben. Omi freut sich bestimmt über Kabel. Teddy sprechen. Vielleicht kriege ich aber auch was von Omi. Omis haben doch immer Schokolade oder so. Wo war Omi? Vielleicht einfach mal da lesen, ne? Ja, supi. Also, da nach Omi oder wie? Ach, da sitzt doch Omi. Mensch, und ich sehe sie nicht. Tut mir leid, Omi. So, erstmal eine Runde knuddeln mit Omi. So süß mit diesem Herzchen dann in meinem Gesicht. Vor allem, wenn man weiß, dass es eine Oma ist. Ja, ich habe ein bisschen Stromkabel für dich, Omi. Danke, mein Liebes. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Oh, das finde ich toll. Die macht mir jetzt was. Ein Poncho. Wie geil. Bitte, sehr kleines. Das wird dir gut stehen. Kann ich den jetzt anziehen? Achso, ich muss erst aufhören, mit Oma zu sprechen. Wie kann ich denn hier mein Inventar mit öffnen? Jetzt habe ich wieder mit Oma gesprochen. Da muss ich halt noch mit Tab machen. Ich kann es untersuchen und ich kann es meinem kleinen Kumpel zeigen. Der sieht richtig warm aus. Perfekt für einen fröstelnden Roboter. Ah, ist klar. Hätte gerne. Untersuchen wir den einfach mal. Achso, das ist nur angucken. Kann ich den echt nicht anziehen? Das ist ja schade. Aber vielleicht kann ich den eintauschen. Ja, ich weiß, ich soll Elliot finden, aber ich finde das irgendwie gerade viel interessanter. Hier kann ich Elliot finden, ne? Ja komm, nützt doch alles nichts. Wir müssen ja zu Elliot. Ach so, jetzt so. Danke. Mal gespannt, was der jetzt wieder braucht zur Reparatur, was ich da besorgen muss. Wenn er mich überhaupt voll nimmt. So, mit Elliot sprechen. Kaputter Peilsender. Ja, zeigen wir den mal. Okay. Oh, wow, das ist ein toller Peilsender. Ich kenne dieses Modell. Es ist ein Toima BR2000. Mit diesem kleinen Gerät kannst du jeden lokalisieren. Darf ich? Ja, ich bitte drum. Ich bitte drum. Ich weiß, wie man ihn repariert, aber wenn ich so am Bibbern bin, kann ich meine Tastatur nicht bedienen. Ich weiß nicht, ob ich krank bin oder so. Ich fühle mich definitiv nicht gut. Ja, da können wir, glaube ich, helfen. Gut, dass wir bei Oma waren. Ich habe das wirklich nicht gewusst, Leute. Ey. Ich kann nicht arbeiten, wenn ich so am Bibbern bin. Ich glaube, ich brauche eine Decke, damit ich deinen Peilsender reparieren kann. Wie wär's denn mit einem schicken Poncho, mein Lieber? Den hat Oma gemacht.
Aus Stromkabeln. Wow, wo hast du den gefunden? Er ist fantastisch. Lass ihn mich anprobieren. Wieso frieren Roboter eigentlich? Schau, kein Wibbern mehr. Ich kann wieder arbeiten. Sieht doch cool aus. Danke, jetzt kann ich deinen Peilsender definitiv reparieren. Guck mal, ey, jetzt hätte ich es geahnt, oder? Das war doch jetzt super, dass ich erst zu Oma gegangen bin. Ich wollte unbedingt erst Omi besuchen, ey. Und das hat sich doch wirklich gelohnt. Lass mich mal sehen. Ich muss nur noch ein Update machen. Und noch eine Sache. Voila. Hey. Na bitte, Kleines. Viel Glück bei der Suche nach, der Person, die du suchst. Aber ich gucke mich erstmal um, ob der hier auch noch irgendwelche Notenblätter hat. Ich glaube nämlich, es könnte sein... Wer weiß, ob ich beim letzten Mal nicht irgendwas übersehen habe. Ich glaube, hier war dieses Todesregal, ne, aus dem man nicht mehr runterkommt. Da gehe ich nicht drauf. Oder hast du hier irgendwo um dich herum Notenblätter? Hast du vielleicht Notenblätter? Schärfen. Da geht nichts auf. Keine Notenblätter. Gehen wir nochmal runter. Oh, Entschuldigung, war Absicht. Was, boah, das war ein großes Bild, war. Nix, was wirklich jetzt. Was ist das denn für ein Depri-Text? Wir wurden dazu programmiert, Sklaven zu sein. Hoppala, meine Flasche. Haben aber seit Tagen, also ist eine Seele, also seit sehr vielen Tagen. Hoffentlich finden die Außenweltler eines Tages den Ausgang aus dieser Hölle. Momo. Das war also Momo, so. Achso, hier komme ich gar nicht mehr raus. Ich muss oben wieder hin. Ja gut, ich wollte auch eigentlich nur gucken, ob hier noch Notenblätter sind. Ist ja nicht. So. Habe ich Omis liebevoll gestrickten Poncho jetzt weiter verschenkt, aber das hat uns ja auch wirklich was gebracht. Ich glaube, dann müssen wir mal zur Bar zurück, ne? Die ist ja auch direkt hier. Und hier ist Momo. Ich kämpfe wirklich darum, die Verbindung wiederherzustellen. Hast du bei Seamus etwas Interessantes gefunden? Ich sollte zu Seamus? Ach so, ja, ich sollte zu Seamus, nicht zu Momo. Stimmt. Verzeihung, was ist denn da? Jacob, Mitarbeiter des Monats, September XX27. Alles klar. Wo war denn Seamus nochmal? Ach, hier sieht doch immer alles so gleich aus. Das ist doch doof. War hier Seamus? Ja, ich glaube, hier war richtig. Ich bin ja auch hier lang gegangen. Da war so ein Spaß dran, ne? Ich hab da immer so einen Spaß dran. Irgendwo hier war doch Seamus. Hier ist Seamus. Yay. Ja, natürlich habe ich das, mein Guter. Natürlich. Du hast es geschafft. Du hast ihn repariert. Gut gemacht. Dankeschön. Dankeschön. Gib ihn her. Hier kannst du haben. Yeah. Ich glaube, der heißt Seamus, ne? Nicht Seamus. Ich sag das immer falsch. Das ist, glaube ich, ein irischer Name. Seamus. Wir haben einen Ping. Ping ist gut.
Ist Papa wirklich am Leben? Ich kann es einfach nicht glauben. Lass es dem Peilsender folgen. Vielleicht finden wir heraus, wo mein Papa ist. Ja dann, geh mal vor. Ich folge. Unauffällig. Ja komm, latsch auch da durch. Ich bitte dich. Voll, bitte. Yeah. Guck mal, den meckert die nicht an, ne? Der hinterlässt doch keine Spuren. Was ist denn da los? Ist da ein Hohlraum? Hast du keine Fußsohlen? Der ist doch voll da durchgelatscht. Unfair. Ich hab jetzt gedacht, jetzt kriegt er so richtig Kasala von der Alten. Hysterisch. Das muss es sein. Er hat die Slums wirklich verlassen. Es ist gefährlicher draußen, aber ich muss mir sicher sein. Ich muss es wissen. Auf geht's. Echt, sind wir schon so weit? Ich hab doch noch einen Energy Drink zu verkaufen. Oh, ich ahne was. Ich wette, wir haben es jetzt gleich wieder mit Zooks zu tun. Und der hat mir noch die Waffe nicht gegeben. Der wollte mir eine Waffe bauen. Ja, da sind Zooks. Eindeutig. Da sind auch diese Eier oder was das sein soll. Dieses leuchtende, brütende, widerliche Zeug. Wo ist Seamus oder Seamus oder? Da ist er. So, jetzt bin ich gleich echt mal gespannt, ob das was gebracht hat mit dem Controller. Sieh dir all diese Zurückeier an. Sie werden uns auffressen. Ich schaff das nicht. Ich bin nicht so schnell wie du. Die Zugs werden mich ganz sicher erwischen. Hier, nimm dieses Abzeichen. Mein Papa wird es erkennen. Er wird wissen, dass du ein Freund bist. Ich werde dir die Tür öffnen. Ihr wisst, dass ich da nicht begeistert von bin, ne? Ich wollte noch zu Oma. Ich habe noch nicht alle Notenblätter. Das geht nicht, Leute. Ich denke nicht, dass ich hier hin muss, aber ich will einfach mal gucken, was hier ist. Vielleicht ist hier irgendwas, was man mitnehmen kann. Aber da kommt man auch nicht hoch, da sind Stacheln. Aber ich kann mir hier was merken. Ja, Leute. Sieh mal, wie gewaltig diese Mauer ist. Ja. Ich erinnere mich an dieses... Ich erinnere mich, dass sie ein Symbol für die Trennung zwischen Slums und dem Stadtzentrum war. Das und die Tatsache, dass sie ihren Müll immer wieder hier runtergeschmissen haben. Wie kann man sowas nur tun? Vielleicht ist das der Grund, warum sie gescheitert sind. Ich will echt keine Zugs, ey. Ey, Leute. Ich würde sagen, wir sind jetzt auch am Ende angekommen. Das heißt, wie das hier weitergeht und ob ich, da hinten sind die Viecher, ob ich hier sicher durch Zuggebiet komme, das sehen wir beim nächsten Mal dann auf jeden Fall. Kann ich hier auf diese Seite? Nein! Scheiße! So viel dazu! Oh, Leute, jetzt müssen wir hier noch durch. Oh, nein, 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 nein. Okay. Alles klar. Ihr Drecksviecher. Nein, hier hoch. Nein, 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 runter, 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 runter. Ah, was für Drecksviecher.
Oh, ich mauze auch schon. Schnell, beeil dir. Scheiße, ich wollte das echt nicht mehr heute machen. Ich weiß auch, warum ich es heute nicht mehr machen wollte. Jetzt wisst ihr warum. Aber ich werde dann direkt wieder, ne? Oder bleibe ich jetzt noch oben auf der Mauer? Oh, bitte lass mich auf der Mauer sein. Es tut mir immer so leid, wenn die miese Katze drauf geht. Alles klar, gut. Wir sind auf der Mauer. Das heißt, beim nächsten Mal schlagen wir uns hier durch. Jetzt wissen wir wenigstens, was auf uns zukommt. Sehr gut. Oder auch nicht. Ich bin begeistert. Aber ich muss sagen, es ist wirklich etwas besser mit dem Controller als mit der Maus. Es ist zwar noch nicht perfekt, wie ich mich damit hier gerade schlage, aber beim Rennen gerade und Zickzacklaufen vor allem habe ich es gemerkt. Das geht doch ein bisschen besser. Nur wenn sie einen dann haben, wenn sie von allen Seiten kommen, das ist halt schon scheiße. So Leute, also wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr drüber freuen. Das gucken wir uns auch lieber beim nächsten Mal an. Ja, wie gesagt, Daumen nach oben, schreibt mir auch gerne was in die Kommentare. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, um nichts mehr zu verpassen. Achso, da komme ich her, ja okay. In dem Sinne noch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Natzen. Bye, bye.